Und da ist mein Handy gerade ausgegangen. So, zack. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, der vermutlich letzten Folge. Wir haben 2, 4, 5, fast 6 Stacks Erde. Reichen die? Bin gespannt. Werden diese Stacks Erde für den letzten Teil reichen? Ein letztes Hallo. Wir machen das folgendermaßen. Ne, wir machen das noch nicht. Ich werde Infinite Health ist aus. Was war noch aus? Die restlichen Sheets mache ich später aus. Wird für diesen letzten Abschnitt werden diese Stacks reichen? Das erfahren wir jetzt. Warte mal. So, wir fangen von vorne an mit der Musik. Also, nochmal. Werden diese Stacks reichen? Die Antwort, die lautet, nein. Es fehlen uns noch sage und schreibe ein paar Stacks. 2 Stacks wahrscheinlich, um genau zu sein. Wahrscheinlich nur noch einer. Wo kriege ich ihn her? Wo kriege ich ein Stack Erde her? Damit wir in dieser Folge endgültig abschließen können mit dem Spiel, laufe ich nochmal zurück. Vielleicht haben wir irgendwo Erde übersehen. Ich probiere es mal hier. Ne, das ist nur Kohle. Warum auch immer ich da nur ein Kohle habe. Hey, cool. Der Sessel hat es tatsächlich nochmal geschafft, in dem Let's Play zu wachsen. Bravo. Bravo. Okay, hier ist keine Erde. Suchen wir weiter. Kaffmine. Dort holen wir uns die letzte Erde. Der erste Schacht, den wir besucht haben, wird auch der letzte sein. Vorerst. So. Willkommen in der Kaffmine. Wo das Schaf immer noch unten ist. Ich suche mir jetzt einen Ort, der nicht so auffällig ist und reiß dort die Erde raus.
Keine Sorge, die Erde werde ich jetzt gleich ersetzen. Durch Stein. Die bietet sich hier nur gerade richtig gut an, dass ich da was abgrab. Es gibt ja auch Gänge, die praktisch mit zur Ansicht gehören. Die darf ich dann, sollte ich eigentlich dann nicht kaputt machen. So. Ich bin... Oh, okay. Ich denke mal, wir haben's. Ich gehe wieder zurück. Und sage nochmal... Warte mal, ich habe doch ein ähnliches Lied, ne? Ne, das war's nicht. Da, da. Ne, das war's nicht. Ne, das ist auch nicht. Ja, komm, dann lasse ich doch das eine Lied an, oder? Das ist auch nicht nach Namen sortiert, hier sehe ich gerade. Nach Titel sortieren. So, das hatten wir gerade eben. Na, da fand ich Chozo Ruin besser. So, nehmen wir das. Und auch hier wieder die Frage, wird diese anderthalb Stack reichen? Für den letzten Gang. Was ist das? War das jetzt das Let's Play Minecraft? Kommt da noch ein Hühn raus? Schade. Ich werde euch nicht lange auf die Folter spannen. Wir werden es jetzt erfahren. In wenigen Schritten. Bin ich am Ziel. Dann ist Projekt Pandora Wiese endgültig beendet. Unsere grüne Stätte ist fertig. Und wir könnten prinzipiell jetzt zum Spawner zurückkehren. Doch, wie werdet ihr entscheiden? Jetzt noch ein Huhn raus. Schade. Es hätte nicht sollen sein dürfen. Beginnen. Oh, das wird eine knappe Geschichte. Nein, 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 nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich will ja nicht unken, aber ich denke mal, ich nehme diese Erde direkt von hier mit. So. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Drei, zwei, eins. So, jetzt bitteschön.
Projekt Pandora-Wiese ist beendet, meine Damen und Herren. Und wir sehen gerade, alter Schwede, das geht ja recht fix. Wie ein Krebsgeschwür beginnt das Grün sich allmählich auszubreiten, weil die Wiese eben fertig ist. Und wir uns übrigens auch in dem Chunk befinden. Aber wir sind durch, Leute. Das alles haben wir geschaffen. Du und ich. Und als nächstes wäre das hier gewesen. Der Spawner. Einen davon haben wir ja bereits fertig. Wie komme ich da nochmal rein? So, ne? Einen habe ich bereits fertig. Hier sieht man ihn. Wunderschön. Und im Prinzip schon betriebstauglich. Und nach dessen Abbild wird auch der Rest geschaffen. Aber ich fürchte, nicht mehr in den nächsten Folgen. Ihr entscheidet. Soll dieses Let's Play weitergehen? Ja oder nein? Und sollen wir in Pandora, also diese Welt, weitermachen? Na komm. Bitte nicht jetzt. Na komm, lassen wir die letzte Nacht noch anlaufen. Dann sehen wir Pandora noch bei Nacht. Ne, und sollen wir übrigens hier in Pandora weitermachen? Oder sollen wir auf der kleinen Insel weitermachen, die ich gefunden habe? Die ich ja in einigen Folgen zuvor gezeigt habe. Wir fliegen noch einmal durch jeden Ort. Hier sehen wir Trilliskan, der kleinen Wüstenstadt, der zweiten, der wir begegnet sind. Und auch das Haus übrigens, mit den vielen Türen drin, ist unser Werk. Das Haus habe ich gebaut. Ihr erinnert euch? Übrigens das kleine Dreckshaus da ebenfalls. Gehen wir weiter. Ja, der Weg wird noch weitergeführt. Irgendwann. Kommen wir zum Kernstück. Wo wir uns auch lange aufgehalten haben. An den Palisaden. An unseren Ziegengatter. Nicht zu vergessen übrigens den Hühnerstall. Und das Bauernhaus. Dessen Kante ich übrigens immer noch dreckig finde hier auf der rechten Seite. Dann haben wir hier vorne unser ehemaliges Hühnergatter, was jetzt ein Feld ist. Und unser Feld. Hier rechts die Baumschule, links das Lagerhaus. Hier haben wir die Schmiede. So, die Kaffeemine mit dem Kaffstift. Ein großer, langer Weg mit einer selbstgebauten Brücke und mit einer richtigen guten Brücke, die ich dann, ja, worauf ich ja stolz bin. Und übrigens, der See ist ja immer noch kaputt. Da habe ich immer noch nicht geschafft nachzumachen. Weil hier übrigens ja der alte Weg entlang ging. Der alte Kiesweg. Und hier im Horizont erblicken wir Bourbon City. Die erste Wüstenstadt, durch der wir durchgelaufen sind. Bekannt. Und nicht zu vergessen, die Arbeit, die wir reingesteckt haben mit unseren Abgängen hier, mit dem Abstieg. Und mit den U-Bahn-Tunnel, die übrigens immer noch nicht fertig ist. Denn von Bourbon City aus
Ihr seht, es ist nur ein Tunnel. Es ist noch keine richtige Metro wie die andere Strecke, die wir auch noch kurz nur ansehen werden. Übrigens die erste Spalte. Wir fliegen die nochmal kurz an. Und das ist eine Arbeit gewesen, das auszuheben, Leute. Das glaubt ihr nicht. Hier übrigens die Kaffmine. Gut zu erkennen. Und mit Monster. Okay. Hatte gerade einen Bug. Und mit Monstern übrigens heftig. Und hier sehen wir das fertige Endstück. So soll das auf dieser Seite ebenfalls aussehen. In naher Zukunft. In Trilliskan dann natürlich auch dementsprechend einen Aufstieg wie hier. Den wir eigentlich hätten auch umbauen müssen, aber naja, machen wir dann nicht. Kommen wir nun zum nächsten Großprojekt, was wir geschafft haben in diesem Let's Play. Befindet sich jenseits aller anderen Projekte und auf den hohen Zinnen des Pandora-Dschungels. Dort befindet sich das Tor zum Himmel und der gigantische Aufstieg, den wir eben einmal bestreiten, erkennen wir ein Schloss, eine Residenz, eine Burg im Himmel. Bei dem man den Boden nicht mehr sehen kann. Und die auch recht gemütlich ist und aus Wolle. Unser Wolkenturm. Ja, ich weiß, hier fehlt noch was. Würde natürlich gemacht werden, wenn wir hier weitermachen. Ich weiß, ich nehme eure Zeit in Anspruch. Viel bleibt leider nicht mehr. Es warten noch genau, soweit ich weiß, 3 Sachen oder so. Und dann gucken wir mal. So, ich zeige euch noch eine Station, die ich angefertigt habe. Nämlich den LPT-Gedenkbaum. Ich kann nicht nach unten scrollen. Der gigantische große Monsterbaum. Den man von unten aus nicht mehr sieht, dessen Spitze. So. Bestreiten wir noch einmal den Weg. Ein letztes Mal den Weg. So. Durch den Sherwood. Ne, war das der Sherwood Forest? Ne. Durch den Pandora, den wir übrigens auch gelegt haben. Den Wald hier. Der war ja von Anfang an nicht da. Wir erinnern uns. Und wir erkennen Tannen, die hier nichts zu suchen haben. Aber unser erstes Haus. Unser Starthaus. Mit unserem Startfeld. Denn hier haben wir angefangen. Erinnert ihr euch noch übrigens an die Katzen? Beware of Death Cats. Wir werden jetzt noch einen schönen Sonnenaufgang erleben, nachdem ich hier drin einmal geschaut habe. Schön. Da oben natürlich unser Bett. Und wir schauen nochmal auf den Sonnenaufgang.
So. Und ihr dürft entscheiden. Wird dieses Let's Play weitergehen? Und wenn ja, wie? Deine Entscheidung. Falls keine Antwort kommt oder ihr euch gegen das Let's Play entscheidet, verbleibe ich erstmal an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich muss erstmal das richtige Lied einwerfen. Dieses ist es. Vielen Dank fürs Zusehen. Bye bye.